eben das Problem, dass Straßen verunreinigt sind, dass es eine Verkehrsunsicherheit gibt, dass teilweise Ernteprozesse abgebrochen werden, weil die Polizei die Straßen zumacht. Und wir wollen den Landwirten Entscheidungshilfen geben, wie sie eine Kehrmaschine auszustatten haben, damit sie den Dreck möglichst gut von der Straße bekommen. Wir haben die BEMA 75 mitgenommen in einer Prototypausstattung mit Auftragsvorrichtung und der Hochdrucksprüheinrichtung. Dazu dann die BEMA 30 und dann als einfachste Lösung eine BEMA Agrar im Heck. Es wurden hier Testbedingungen geschaffen, es wurde aber auch realer Einsatz mit einer Strecke gefahren, wo die Landwirte halt vom Acker kamen, vom Gülle fahren und die Straße war halt sehr verdreckt und da wurden dann auch super Ergebnisse erzielt. Das Besondere an diesem Test ist, dass wir in Zusammenarbeit mit der Firma BEMAT eine Maschine ausgestattet haben mit einer Hochdruckpumpe. Dort wird eben Wasser auf die Straße gesprüht, um da noch ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen. Diese Maschine ist noch im Prototypenstadium und wir konnten das ein Stück weit begleiten und zusammen mit BEMAT mal überlegen, wie man so eine Maschine ausstatten könnte. Wir haben das entwickelt als Profilösung für den Einsatz in der Ernte, wenn die Straßen sehr stark verschmutzt sind. Wir setzen dort eine Aufkratzvorrichtung ein, die wir vor die Kehrmaschine montieren können, anstatt einer Sammelwanne. Hinter die Kehrmaschine ist halt die Hochdrucksprüheinrichtung, der Sprühbalken installiert und damit können wir die Straße nochmal richtig gut reinigen. Wir haben Fotos gemacht mit einem Maßband da unter vergleichbaren Bedingungen in der gleichen Entfernung, dass man auch visuell sehen kann, wie ist das Kehrergebnis, wie viel Schmutz wurde entfernt. Also es geht mehr darum, den Leser das drumherum zu erklären, anstatt irgendwelche Messwerte zu ermitteln, die sowieso nicht reproduzierbar sind. Wir haben jetzt die Kehrwalze eingestellt und haben jetzt mit dem Behälter gearbeitet. Hatten im Moment noch das Problem, dass das Material zu leicht war. Jetzt regnet es natürlich gerade, das ist etwas besser, weil das Material etwas schwerer wird und besser in die Wanne geworfen wird. Damit sind wir jetzt zufrieden. Diese Maschine ist die einzige im Test, die im Heck angebaut ist. Das heißt, sie wirft auch ein bisschen was hin in Richtung Schlepper. Das Ganze ist etwas enger. Cool ist, dass ich ohne Hydraulikventil die Sammelwanne entleeren kann. Das geht einfach durch eine ganz einfache mechanische Lösung. Das hat uns ganz gut gefallen. Wir haben in dem Test halt festgestellt, dass die BEMA 75 mit der Hochdrucksprüheinrichtung und Aufkratzvorrichtung halt die beste Lösung ist. Also sie liefert super Ergebnisse. Mit der Kratzerleiste haben wir verschiedene Versuche gefahren mit Lehm auf einer Straße und haben uns aber nachher entschieden, den ersten Durchgang ohne Wasser zu fahren, mit der abgesenkten Kratzerleiste und dann Kratzerleiste hochgeklappt, dann mit Wasser im Grunde genommen den Feinschliff gemacht und damit haben wir die besten Ergebnisse erreicht. Und das wäre dann auch unsere Empfehlung für die Leser.